trinke, was trinke ich denn? Was trinkt ihr denn? Wir trinken Bier die ganze Zeit. Ja, dann trinke ich doch auch. Dann brauchen wir noch mehr Bier, Frau okay. Müller. Oh, hier ist schon. Kann ich schon mal lesen, was du da über mich nein, stehen hast? Nein, 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 nein. Du hast Angst vor sexuellen Fragen, ne? Die sexuellen Fragen? Ja, hast du ein bisschen Angst vor? Also überhaupt nicht? Wenn ich vor etwas im Leben nie Angst hatte, dann vor Sexualität. So geht's mir ja auch. Ja, sagst du. Sag ich mal im Fernsehen. Sehen. Wenn es soweit ist, laufe ich weg. Ist das mein Bier? Bist, ja. Gut, dann bist sagen wir erst mal Prost. Prost. Müsst du auch ein neues sagen, oder? Ja. Komm, auch noch ein neues sagen. Hey, hey! Prost, nochmal ordentlich. Prost. Prost, Kollege. Dann blätter ich jetzt auch mal deine Seite auf, ne? Ich habe überlegt, Ingrid, ja. Erstmal hast du vorhin, als wir uns kurz getroffen haben, gesagt, ich heiße nicht Ingrid, ich heiße? Ich heiße Joya. Und wenn einer Ingrid zu mir sagt, dann ist es, als ob er mich verprügeln will. Irgendwie habe ich... Aber das will ich ja nicht, aber Joya kann ich mir nicht merken. Und du kannst dir das merken. So ein gescheites Mädchen. Du bist ja nicht bejoyert. Okay, ist das dein Herr? Wäre das deine Esel? Ich habe überlegt, wo ich mit dir, in welcher Jahreszahl ich wohl mit dir so anfange. Ich würde gerne 1950 anfangen. Wie findest du das? Da hast du Abitur gemacht. Genau! Ja, und ich finde das so toll, dass du überhaupt Abitur gemacht hast. Welche Frau hat 1950 Abitur gemacht? Wenige noch, oder? Nein. Bei uns im Dorf, glaube ich, keine. Nee, 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 nee. Also damals, also ich habe in Reutlingen Abitur gemacht und ich glaube, in meiner Klasse waren mindestens 25 Mädchen, die alle auch Abitur gemacht haben. Hast du Abi gemacht und Abi geschafft und danach ging es auf die Schauspielschule? Naja, erstmal nicht. Wohin ging's also, denn? Wenn du das hier nicht hast. Doch, guck mal, hier steht eine Schauspielschule. Also, ich habe erst einmal, wie nennt man sowas? Reise. Ich war völlig unbedarft und hatte keine Ahnung, wie man sowas macht und habe gejobbt sozusagen und habe Reiseleiterin gemacht und war dann 1950 irgendwann, war ich in Hamburg, ohne Geld, ohne irgendwas. Und dann wurde ich erst einmal auf der Reeperbahn Taxigirl. Steht hier, Taxigirl. Finde ich ganz toll. Ja. Weil du musstest ja irgendwie dieses Schauspielstudium dann finanzieren. Was heißt denn Taxigirl? Dann warst du im Club irgendwie? Heute sagt man Club. Warte. Ja, manche Leute glauben, das ist eine Wurstshow. Aber das stimmt nicht. Sondern Taxigirls waren Mädchen, die für drei Tänze 50 Pfennige bekamen. War das viel? Und nee, das war wenig. Und die Herren, die kamen ungebremst von den Schiffen, denn es war Koreakrieg gerade. Du hast schon die Matrosen, die kamen von den Schiffen. Und Tanzen ist ja immer eine recht nachbarliche Angelegenheit. Und da habe ich dann zum ersten Mal näheren Kontakt zu Männern gehabt, die mit mir für 50 Pfennig tanzten dreimal. Sie konnte auch mit mir am Tisch sitzen bleiben und sich unterhalten. Und es ging immer um das gleiche Thema natürlich, wie man sich denken kann, in meinem etwas beschränkten Englisch. Ach, die so. Seefahrt, nehme ich an. Ja, den Wellengang. Es war sehr gewöhnungsbedürftig. Aber dann war es ja gar kein Tanz. Doch, wir haben auch getanzt, dreimal. Ach, sehr so, nah und sehr eng. Ja. Ich habe immer gedacht, du stehst auf so einem Tisch und machst so vor und die können dir dann irgendwo Geld anstecken. Nein, das heißt, ein Gespräch kostete oder drei Gespräche kosteten. Die durften richtig eng an mich gepresst tanzen. Ja, das habe ich ein paar Monate gemacht und dann habe ich in der Roten Baumchaussee, in der Hochschule für Musik, habe ich dann in der Tat die Aufnahmeprüfung bestanden für meinen Beruf. Und man kann sagen, ab 1954 ein Star. Also nun wollen wir es aber mal nicht übertreiben. Doch. Guck mal, du hast gespielt mit Hans Albers. Es sind jetzt nur vier von, glaube ich, 20 großen Namen. Hans Albers, Kurt Jürgens, Johannes Heesters und Rühmann. Nee, Mädelchen, ich habe zuerst mal politisches Kabarett gemacht. Mein Herz und meine Seele gehören dem politischen Kabarett. Und dann, wie konnte es auch anders sein, sprich die Hügelchen unter dem Pullover, hatte ich plötzlich Angebote von Film und Fernsehen. Weil du so tolle Hügelchen hattest. Ja, nicht nur, ich habe ja auch einen Kopf, davon mal ganz abgesehen. Naja, und dann fing es dann mit der sogenannten Karriere an, mit der Karriere. Und dann kamen aber die großen Filme mit diesen großen Schauspielern. Ja. Und hast du dich da mal in einen verballert von den Jungs? Nein, nie. Also ich sage dir, es gab einen sehr berühmten Regisseur, Helmut Keutner, mit dem habe ich meinen allerersten Film gemacht. Der hat mich sozusagen entdeckt. Und das Haar mal weg, und der wollte, ich danke dir, mein Schatz. Und der wollte, natürlich wollte er, sprich die Hügelchen unter Pullover. Wollten die nicht immer alle? Ja, nee, nicht alle, aber die schon. Und der war 46 und für mich war das ein Tattergreis, stell dir vor. Und du warst dann wie alt? Ich war blutjung. Tut mir jetzt leid für dich mit deinen 46. Gott, wie alt. Ein Jahr habe ich noch. Tja.
Nein, aber du warst... Es hat sich ja ein bisschen relativiert, aber der war 46 und du warst? Ich war Anfang 20. Ja, dann ist es auch zu alt. Ja, nicht? Ja, ja, finde ich auch. Ja. Na, das ist ja vielleicht ein Thema. Das, ach, das ist doch noch harmlos. Es gab doch dann diese Soft-Pornos, ne? Das war doch dann das Ding mit auf so einem weißen Pferd sitzen und, ja, und durch Wälder reiten. Oh, und ich muss dir sagen, diesen Film habe ich zu Hause. Ich werde ihn mir angucken, morgen noch. Und zwar, hättest du mal mitgebracht? Ja, ja, dann hätte ich hier gerne kommt. Grimms Märchen von lüsternen Pärchen. Und da spielt... Ja, mit Ö. Mit Walter Giller übrigens. Oh, der, hat mir, oh, ja, der hat mitgespielt. War der nackig? Nein, wir waren alle nicht nackig. Das war ja eine prüde Zeit, Anfang 60. Wir waren alle abgeklebt sozusagen mit so einer Gase. Aber ich sage dir was, wir hatten einen französischen Maskenbildner und der kniete im Maskenbildnerraum und der musste uns immer abkleben und dann mit irgendeiner Bodyschminke einschmieren. Du, der erkannte uns so. Wenn ich in die Tür reinkam, guckte er mir auf den Schritt und sagte, guten Morgen, Ingrid. Ja, ich schwör's dir. So. Bleiben wir jetzt bei diesem schlüpfrigen Thema? Ich wahrscheinlich. Sagen, dass es sich immer lohnt, wir bleiben nur bei einem schlüpfrigen Thema. Es lohnt sich immer, nach 22 Uhr Frauen zuzuhören. Ja. Du hast dann aber später auch Pornos synchronisiert. Ja, viele. Viele? Es gibt, das heißt, von wenn mir, man heute Porno guckt, kann es immer von noch mir du sein. Kilometerlange Tonbänder mit... Ja. Ich schwör's dir. Und da hat man viel Geld verdient, weil wenn man normal synchronisiert hat, bis das alles synchron war, der schwere Text oder so, und da bekam ich für einen Take, das ist ja eine ganz kurze Sequenz, 7 Mark. So, aber beim Porno war eine Sequenz, dass ich einmal mache, schon hatte ich 7 Mark. Oh, aber wie ja. Toll. Ja, toll, ja. Da hätte ich auch ganz viele Pornos gemacht. Ja, sag ich dir doch. Und da warst du aber immer noch nicht reich. Ich bin auch war heute. Nicht einer von den ganzen Ehemännern mal dabei, der nein, keiner, Geld nicht, vererbt hat oder so eine Million oder so? Nee. Vermutlich hatten die alle ein grünes Kreuz auf der Stirn. Ich habe mir immer die ausgesucht, die überhaupt nichts hatten. Oh nein. Ja, wenn ich dir sage. Ärgerlich. Ja, nee, nicht wirklich. Einmal hat ein Mann, da war, bekam ich ein Baby und ich hatte kein Geld und mein Ehemann und ich wollte unbedingt, weil ich mir ein bisschen blass vorkam als hochschwangere Frau, wollte ich mir einen Lippenstift kaufen und da hat er gesagt, wenn du wieder Geld verdienst, kannst du dir einen kaufen. Da habe ich einen heiligen Schwur getan. Nie wieder sagt ein Mann zu mir so einen Satz, ich kaufe mir meine Lippenstifte selber. Was hast du dir denn da für Honks auch rausgesucht? Ja. Jetzt mal ehrlich, also nicht mal einen Lippenstift kaufen, das nein, muss man doch vorher. Du, ich sage dir, die waren alles sehr nette Männer, ich kann es nicht anders sagen. Also, weißt du, in diesem Zeitraum waren sie okay. Oder war es der Sex? Ja, was denn sonst? Sie waren arm. Ja, aber alles. Was willst du denn? Arm, ich habe alles selber. Geld verdiene ich selber, die Kinder kriege ich alleine, meinen Beruf habe ich alleine gemacht. Wozu habe ich denn sonst gebraucht, Männer? Bitte sprich zu mir. Mach mir einen Vorschlag. Wofür? Ich fühle mich gerade so ein bisschen draußen. Publikum, wenn ihr Fragen habt, Bierdeckel einfach wieder, machen wir dann gleich. Können wir denn ein ganz bisschen auch reden über die Zeit im Gefängnis? Gar nicht über die Zeit im Gefängnis und gar nicht über also das ganze schon mal Ding so an los. Weißt du, was ich viel spannender finde, wenn ich da, ich will gar nicht da groß drüber reden. Was nee, ich, nee, soll nee, ich dir mal sagen, was ich da dran spannend finde? Wenn man festgenommen wird dann, ne? Jetzt rein praktisch. Verhaftet heißt das im Klartext. Verhaftet. Kann man nicht auch festgenommen sagen? Ja, das kannst du sagen. Als wir früher Cowboy und in verhaftet worden. Haben wir mal gesagt, du bist festgenommen. Du kannst festgenommen werden, aber du bist dann verhaftet. Ja, ich wusste, er würde wieder auf das Thema zurückkommen. Wir werden an diesem Thema nicht vorbeikommen. Ich wusste es. Ich wollte jetzt gerade... So ist mal, das nicht. Okay, ich wollte gerade weg davon. Ja, also was willst du von mir? Was ich so spannend daran finde, ist, wenn du dann in den Knast kommst, ne? Polizei kommt, legt dir Handschellen und führt dich ab. Keine was? Handschellen. Ja, gut. Du bist weg. Also ja. Du hast keine Zeit und das finde ich echt spannend zum Aufräumen. Du verlässt ja dein Haus. Kommen die Kontoauszüge in den Knast rein dann?
Was meinst du eigentlich mit aufräumen? Ich soll das Haus vorher aufräumen? Ich weiß nicht. Ich stelle mir nur vor, die würden mich morgen verhaften. Ja. Und dann wäre ich im Gefängnis und ich hätte nicht aufgeräumt. Du würdest wiederkommen, die Marmelade steht alles noch ist da. Alles ist schlecht. Wer traut den Kühlschrank ab? Nein. Wer traut den ab, den Kühlschrank? Ich sage dir was. Du denkst nicht eine einzige Sekunde darüber nach. Oh, ich ja. Nein, ich ja. Nein, du auch nicht. Ich glaube ja. Weil du hast damit zu tun, im Knast zurechtzukommen. Da denkst du nicht eine Sekunde über den abgetauten Kühlschrank nach. Das ist wirklich scheiße. Und nicht, dass noch irgendwo Unterwäsche rumliegt, weil die Polizei geht ja dann in Doch. Und zwar haben bei mir natürlich eine Hausdurchsuchung gemacht. Siehste. Und da haben die gefunden von einer Party. Ich habe noch nie Drogen genommen. Aber ich habe eine Gartenparty gegeben und da habe ich am Morgen, als ich aufgeräumt habe, und als alle Vögel des Grunewalds sich über das, wie nennt man diese kleinen Schweine, diese, die man an einen Spieß brät? Meerschweine. Du, die Spanferkel. Ah, ich kann nicht mehr. Diese ich möchte euch alle einladen zum Meerschwein-Essen. Und du, wir haben einen Spanferkel gebraten und das war außen verbrannt und innen roh. Knusprig. Kein Schwein hat es gegessen, es wurde in Stücke zerteilt und die Vögel des Grunewalds haben es aufgegessen. So, also der ganze Garten war voller Vögel, die in diese Stücke reinhackten. Aber ich fand plötzlich irgendwo... Das nennt man heute Häppchen. Irgend so eine... So eine Platte und das war Haschisch. Und das habe ich in einen Pott getan und habe es bei mir zu Hause aufbewahrt. Und genau das haben die Bullen gefunden. Und ich kriegte eine Anklage wegen Drogenbesitz. Aha. Und da kann ich nur sagen, was mich am meisten geärgert hat, war... Ich krieg Entschuldigung, das ist mir noch nie passiert. Aber diese Meerschweinchen-Geschichte ließe sich natürlich unendlich weiterspinnen. Und da ich dazu neige, das zu tun, wenn du schon weitererzählst, kam mir gerade noch ganz schnelle Gedanken. Da kann aber um die Uhrzeit noch Kinder zu gucken könnten. Auch mal haben. Ja, darf ich aber dann manchmal, das mal, hab ich gemacht, kann ich noch eins haben, es reicht nicht. Oh, Entschuldigung. Du hast die Steilvorlage gegeben. Ich habe nur heimlich weitergedacht. Ja, mach mal sauber gefällig. Ja, hier jetzt auch, aus danke. Schweinestall. Ah, mehr Schweinestall. Okay. Fang doch nicht schon wieder an. Mehr Schweinchenstall. Gut, so. Das war leicht zu erheitern hier. Also Koks war im Pott und die Bullen haben es gefunden. Haschisch, entschuldige, so war es. Das ist ja eher dann noch wieder was Kriminelles. Nein, aber die Pointe daran ist, dass ich Jahre später den gefunden habe, der das Haschisch in meinem Garten gelassen hat. Und zu dem habe ich gesagt, weißt du, was das Gemeinste daran war? Die haben es nämlich analysiert bei den Bullen. Es war mittlere Qualität. Und da habe ich gesagt, das war eine Schweinerei. Das war meine Frage.